Hallo, hier ist Michele Meschko. Heute sprechen wir über Startups, das Mathematikstudium an der Uni, welche Zukunft man nach dem Mathematikstudium erwarten kann oder welche Zukunft man für sich selbst gestalten kann. Bleibt dran! Heute habe ich einen sehr besonderen Gast, Leon Frischauf. Vor kurzem hat er, damals ein ganz normaler Student an der Uni Wien, einen Startup gegründet. Studly.at oder Studly.com funktioniert auch. Das ist eine App, die Studentinnen und Studenten hilft, sich auf Matura vorzubereiten. Für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer aus Deutschland, Matura in Österreich ist Abitur in Deutschland. Das ist dieselbe Sache. Heute versuche ich herauszufinden, wie man als eine ganz normale Studentin oder ein ganz normaler Student ein Startup gründet, wie bekommt man Ideen dafür und wie, am wichtigsten, kann man verstehen, was heute oder morgen von Bedarf sein wird. Also in welchem Bereich man ein Startup gründen kann, damit es erfolgreich wird. Vielleicht gibt es heute eine Möglichkeit, über die Probleme des Schulsystems in Österreich und in Deutschland zu sprechen und die Frage zu beantworten, warum so viele Leute Angst vor Mathematik und Physik haben. Ich hoffe, du findest unser Gespräch interessant. Okay, hier ist Leon Frischauf. Freut mich sehr, dass du das geschafft hast. Ich auch sehr, auf jeden Fall. Meine erste Frage ist, was ist Studly überhaupt? Danke, dass ich hier sein kann und danke, dass ich auch dir Studly präsentieren kann. Freut mich wahnsinnig. Was wir mit Studly machen, also Studly ist eine interaktive Mathematik-Lernplattform, wo der Schüler auf Studly.com geht, damit interaktiv Mathematik lernen kann und wir der Lehrperson genau das geben für den Schüler, was sie einfach auch benötigt. Das heißt, wir sagen der Lehrperson, wo hat jetzt der konkrete Schüler eine Schwäche, wo kann er nochmal gezielt gefördert werden, dass halt eben eine komplette Individualisierung im Unterricht halt auch vonstatten gehen kann. Das heißt, kurz zusammengefasst, der Schüler geht auf Studly.com, kann dann halt eben Mathematikbeispiele online interaktiv üben, mit Rechenwegen, mit Hinweisen. Das heißt, er wird komplett durch das auf der Plattform hindurch begleitet und der Lehrperson geben wir genau die Informationen, die sie halt eben benötigt, dass sie ihre Schülerinnen noch besser fördern kann. Das klingt wie eine schöne Werbung. Aber was unterscheidet deine Plattform von anderen? Mhm. Apps, vielleicht englischsprachigen Apps auch. Das ist voll spannend, vor allem weil wir konkurrieren oder wir messen uns immer mit englischsprachigen Angeboten, weil es in Österreich gibt es ja leider nur irrsinnig weniger. Was uns halt unterscheidet, dass wir komplett eine Individualisierung haben. Das heißt, wir merken genau, wo ist jetzt der konkrete Schüler gut und wo ist er schlecht und geben jetzt nicht jedem Schüler dieselben Aufgaben, weil wir denken einfach, ein schwächerer Schüler benötigt jetzt in dem Moment andere Aufgaben als ein stärkerer Schüler, sondern geben einem schwächeren Schüler jetzt mal leichtere Aufgaben und einem stärkeren Schüler kompliziertere Aufgaben, damit einfach jeder Schüler individuell gefördert wird. Und das haben zum Beispiel andere Apps gar nicht. Die haben dann ein Set an Aufgaben, haben 10 Aufgaben drinnen, wo dann einfach jeder Schüler genau dieselben Beispiele kriegt. Und da denken wir einfach, dass das einfach nicht wirklich fördert, weil das kann ich als Lehrperson auch machen, kann ich als Lehrperson auch hergehen und ja, meine 5 Aufgaben halt eben auch aufgeben. Aber mit Studly unterstützen wir halt eben digitalisiertes Lernen genau damit, dass einfach eine komplette Individualisierung halt eben auch möglich ist. Und wo findet ihr die Mathefragen? Das ist eine super Frage und wir haben irrsinnig viele Mathematikbeispiele bei uns drin, die sind komplett ausgearbeitet mit Videos, mit Rechenwegen, mit Hinweisen und die Mathefragen sind alle, wir haben alle ehemaligen Maturaaufgaben bei uns drinnen, das heißt, die sind genauso auch ausgestaltet, wir haben alle Beispiele aus dem Aufgabenpool drinnen. Die Beispiele aus dem Aufgabenpool kann man sich so vorstellen, die wurden vom Ministerium zentral vorgegeben und die werden auch mit den Klassen halt hindurchgearbeitet. Und zusätzlich haben wir für die AHS haben wir nochmal 1500 leichtere Aufgaben kreiert und auch für die BMAS sind wir gerade dabei. Jetzt haben wir schon 500 Aufgaben fertig, jetzt wird es auch nochmal auf einen Pool von 1500 Aufgaben zuwachsen. Das heißt, insgesamt ist es so ein Mischmasch an eigens kreierten Aufgaben und Aufgaben, die vom Ministerium auch zentral vorgegeben sind. Das Besondere ist halt eben, dass alle Beispiele interaktiv ausgearbeitet sind. Und das ist halt, was die Schüler halt eben, was einfach der Grund ist, warum die Schüler dann lieber mit uns halt eben die Ministeriumsaufgaben halt eben auch rechnen, als einfach sich das jetzt in einem Buch oder halt eben sich das entsprechend auszudrucken. Okay, jetzt bekomme ich eigentlich sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer aus Deutschland, vielleicht die meisten. Kann man deine App auch verwenden, um
sich auf Abitur vorzubereiten? Eine voll spannende Frage und ich meine, ich würde sagen schon, weil letztendlich die Gebiete in der Mathematik sind ja eigentlich überall ähnlich. Also wenn jetzt in Österreich und in Deutschland, die generellen Themen, die bleiben ja dann doch immer gleich. Aber letztendlich, wir haben uns derzeit sehr stark auf den österreichischen Lehrplan fokussiert, dass das auch so gestaltet, dass zum Beispiel ein Sechstklässler bei uns reingeht, dass er dann genau die Inhalte auch präsentiert bekommt, die jetzt für die sechste Klasse halt eben auch da sind. Aber was wir sehr gerne machen und was wir schon machen, ist jetzt in den nächsten Jahren gehen wir auch konkret nach Deutschland. Das heißt, da werden wir auch für den Lehrplan in jedem einzelnen Bundesland in Deutschland auch das darauf anpassen mit eigenen Aufgaben. Wir werden auch mit sehr großen Verlagen kooperieren, dass wir da eben möglichst schnell die gesamten deutschsprachigen Länder auch angehen können und dass einfach alle die Möglichkeit haben, auch mit Studyly zu arbeiten. Okay, jetzt ein paar Fragen über dein Team. Ja? Also, wer sind Studyly? Ist es du und noch ein paar Leute? Genau, also alleine würde ich das überhaupt nie bewältigen können, weil es ist einfach Unmengen an Arbeit, was da dahinter steckt. Muss man sich einfach vorstellen, jetzt eine Plattform zu programmieren, die halt eben auch skalieren kann, die einfach auch diese enormen Userzahlen auch bewältigen kann. Oder auch in der Inhaltserstellung, wir haben da jetzt insgesamt über 5000 Aufgaben drinnen, alle Ausgaben mit dem rechten Weg, mit Hinweisen, das könnten einige Personen überhaupt nicht allein stemmen. Und letztendlich haben wir ein Team aus 8 Programmierern, die einfach sich irrsinnig auch für die Sache einsetzen, für uns auch ein irrsinniges, von innen halt eben auch heraus, irrsinnig wichtig einfach auch ist, Mathematik mit Spaß in Verbindung zu bringen. Und deshalb tun sie ihr ganzes Herzblut auch in die Sache auch hinein investieren. Und dasselbe auch mit unseren Inhaltserstellern. Das sind oftmals Lehrer, die halt eben selber auch Studyly im Unterricht halt eben auch einsetzen und die es einfach auch haben wollen, dass sie die besten Beispiele für ihre eigenen Klassen, für ihre eigenen Schüler auch haben. Und letztendlich, das ist einfach ein Projekt eigentlich auch von Lehrern für Lehrer, wo einfach deine Lehrer die Inhalte halt eben auch eintragen und dann auch allen anderen Lehrern zur Verfügung stellen. Und natürlich ist alles qualitätsgesichert, dass dann schauen wieder andere Lehrer halt eben auch nochmal drüber über alle Beispiele. Das heißt, das durchläuft einen sehr langen Reviewing-Prozess, bis dann letztendlich auch eine Aufgabe auf der Plattform drauf landet. Bis sie vom Erstellen, bis sie drauf landet, ja, dauert es wirklich manchmal ein paar Monate. Also, und wie viele Leute ist das insgesamt? So, also bei uns in Inhaltserstellung sind derzeit so 12 bis 14 Leute, immer wechselhaft. Also im Sommer sind immer mehr Leute, weil es sind ja Sommerferien, haben auch die Lehrpersonen deutlich mehr Zeit. Aber jetzt sind wir gerade dabei, die BMAS komplett auszuarbeiten. Da arbeiten gerade 12 Leute auch daran. Ja, aber du hast das allein gestartet. Genau, also alleine, also ich mich immer schon für Mathematik begeistert, habe auch während der Schule schon begonnen zu studieren. Ja genau, du hast es richtig gehört. Als Leon in der 5. Klasse des Gymnasiums war, hat er angefangen, Mathematik an der Uni zu studieren. Gleichzeitig mit der Schule. Mit 18 hat er gleichzeitig Matura und Bachelor in Mathe abgeschlossen. Danach hat er auch die Masterarbeit in Mathe gemacht und gleichzeitig Bachelorstudium in Informatik. Also jetzt mit 21, vor ein paar Wochen ist er 22 geworden, hat er Bachelor in Mathematik, Masters in Mathematik und Bachelor in Informatik. Und nebenbei hat er auch Studyly gemacht. Nicht schlecht, oder? Und letztendlich in der 5. Klasse muss man sich so vorstellen, ich glaube, wir hatten 83 andere Studienanfänger bei uns auf der Uni Wien. Und letztendlich hat es mich halt irrsinnig bedrückt, wie wenig Leute sich eigentlich für Mathematik interessiert haben. Ich meine, 80 Studienanfänger ist einfach wahnsinnig wenig. Auch in Anbetracht dessen, wie wichtig auch Mathematiker, Informatiker, Physiker auch für die Gesellschaft und für Firmen halt eben sind. Und jetzt habe ich mal ursprünglich mit Mathe-Spaß angefangen, das kann man sich so vorstellen. Das ist ein interaktives Lehrbuch, wo man mit Videos, mit Inhalten, mit Rechnern auch durchbegleitet wird. Und letztendlich daraus, aus diesem Feedback, sind wir dann auf Studyly gekommen, wo halt dann die Schüler auch hergegangen sind und gesagt haben, sie wollen jetzt etwas Interaktives haben. Dann haben wir mit unserem ersten Prototypen angefangen, das war der Mathe-Spaß-Matura-Trainer. Und dann kamen die Lehrer wieder zu uns her und haben gesagt, sie wollen das jetzt auch für den Unterricht halt eben auch einsetzen. Und daraus ist dann eigentlich Studyly entstanden. Also Mathe-Spaß war eine nicht kommerzielle Version von Studyly sozusagen. Genau, also letztendlich uns geht es vor allem darum, einen Beitrag zu leisten. Das heißt zum Beispiel Studyly Teach, das gehen wir einfach um so einen Betrag her, dass sich einfach jede Schule leisten kann. Da geht es uns einfach vor allem darum, dass wir einfach Mathematik digitalisieren und dass einfach jeder, der mit Studyly üben möchte, jede Lehrperson, die mit Studyly üben möchte, auch das wirklich tun kann.
Also das ist ein Unkostenbeitrag von zwischen 13 und 18 Euro pro gesamten Schuljahr, was nichts ist. Und damit tun wir unsere Kosten überhaupt nicht decken. Letztendlich, wie wir uns da halt eben auch refinanzieren, ist einfach über unser anderes Modell, wo der Schüler auch sagen kann, ich möchte jetzt zu Hause von einem Nachhilfelehrer auch betreut lernen können. Und damit können wir halt eben auch Studily Teach so günstig anbieten. Weil letztendlich, wie wir unser Geschäftsmodell im Hintergrund ist, gar nicht mal Mathematik. Mit Mathematik geht es uns vor allem darum, ein Best-Practice-Example aufzubauen, wie man einfach ein Schulfach digitalisieren kann, wie man da einfach Digitalisierung in die Gesellschaft hineinbringt. Und letztendlich, unsere Kunden sind dann große Verleger, die einfach ihre eigenen Schulbücher mit unserer Software digitalisieren möchten. Das bringt uns zu vielleicht der wichtigste Frage, die ich stellen wollte. Stell dir vor, ich bin eine Studentin oder ein Student und ich habe eine Startup-Idee oder ich will eine Idee haben. Und die Frage ist, wie versteht man, wo der Bedarf liegt? Ja, was heute wichtig ist? Du hast es verstanden und es geht deinem Startup extrem gut. Wie hast du verstanden, dass es einen Bedarf gibt? Geht es, also provokative Frage, geht es in Österreich mit Digitalisierung so schlecht in den Schulen? War das deine Motivation oder was? Also ich würde mal auf Klasse in zwei Fragen. Also als erstes würde ich mal halt den Leuten einen Tipp geben, die auch selber ein Startup gründen möchten in allen Branchen. Und im zweiten würde ich dann halt eben auch kurz darauf Bezug nehmen, wie ich selber auf die Idee gekommen bin und warum wir das alles halt auch gemacht haben. Zum ersten Punkt, ich glaube, es ist ganz wichtig, mit den Kunden auch zu reden. Das heißt, dass man sich auch wirklich austauscht, wirklich am Bedürfnis auch das entwickelt und nicht einfach vorbei am Markt, weil dann macht man etwas einige Jahre lang und dann verwendet es halt niemand und das ist dann irrsinnig auch deprimierend. Deshalb ist es ganz wichtig, einfach mit den potenziellen Kunden so früh wie möglich zu reden, an Prototypen zu konstruieren und dann einfach auch zu schauen, wird das angenommen und wenn es nicht angenommen wird, das dann auch wieder zu verbessern, bis es einfach so einen Zustand auch erreicht hat, dass es einfach auch wirklich gern von den Kunden auch letztendlich verwendet wird und da macht man alles richtig. Ja. Und zum zweiten Punkt, wie wir selber auf die Idee gekommen sind, letztendlich ging es uns darum, einfach zu helfen. Ja. Also im ersten Schritt haben wir uns da irrsinnig, sind mit den Schülern einfach in Verbindung gekommen, haben mit den Schülern einfach geredet, was benötigen die Schüler. Wir haben halt sehr früh Lehrer bei uns im Team gehabt, die uns auch gesagt haben, was benötigen sie, was sind die größten Pain Points für den Unterricht, wo kann Digitalisierung sie jetzt im Konkreten auch unterstützen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also letztendlich sich ganz, also ob es dann wirklich mit einer Schule getestet wird, das ist, glaube ich, der zweite Schritt. Aber im ersten Schritt wirklich sich mit Lehrern einfach auszutauschen, zusammenzusetzen. Da kann man auch eine E-Mail schreiben oder einfach anrufen und da einfach mal sich zu erfragen, was benötigt jetzt eine Lehrerin, dass einfach ihr Unterricht ein Stückchen besser gemacht wird. Aber es ist halt, wenn man auch in den Education und E-Education-Bereich auch hineinsieht, muss es einfach auch vom Herzblut aus sein. Also da geht es einfach viel weniger darum, jetzt ein Geschäft zu machen oder halt eben jetzt sich da entsprechend was zu verdienen, sondern eher viel mehr darum, einfach den Schülern was zu geben, dass sie einfach sich mehr für Informatik, Mathematik, Physik oder so interessieren. Und wenn das nicht unsere Motivation gewesen wäre, hätten wir auch nicht diesen Status erreicht, den wir jetzt da heute mit unserem Produkt halt eben auch haben. Genau wie bei diesem YouTube-Kanal. Genau, ja. Auf jeden Fall. Also alle abonnieren, das ist super wichtig. Okay. Jetzt stell dir vor, ich bin etwa Junge, also ich bin keine Studentin, aber ich bin eine Schülerin und ich stelle mir die Frage, also zwei Fragen. Was soll ich studieren, um eine App-Entwicklerin zu werden? Und zweitens, kann man das als einen Job betrachten? Ja? Oder man muss einfach als Ziel einen Job beim Google haben, zum Beispiel, und dann, wenn es als Startup klappt, dann klappt es. Ich glaube, es gibt, also wenn man in die App-Bereich schaut, das ist halt heutzutage ist der letzte Schrei, das ist immer wichtiger und jede Firma, die modern sein will, mag einfach eine App haben. Das heißt, ich glaube, vor allem in dem Bereich gibt es enorme Zukunftsperspektiven und was muss man jetzt machen, dass man dann auch eine App programmieren kann? Ich denke, da gibt es auf der TU zum Beispiel Studien mit Informatik, Software Engineering, auf Fachhochschulen, auch in die Richtung App-Entwicklung gibt es da auch einige Studiengänge. Also wenn man das studiert, hat man auf jeden Fall die besten Karten, weil man halt eben auch schon das notwendige Hintergrundwissen hat, was man einfach braucht, um auch eine App programmieren zu können. Aber letztendlich, es gibt auch viele Mathematiker, Physiker, die dann auch letztendlich in den Informatikbereich gewechselt sind. Weil bei einer App-Entwicklung ist jetzt nicht nur notwendig, das zu programmieren, sondern auch vom konzeptionellen Hintergrund, von den Algorithmen und so weiter, hat man als Mathematiker oder Physiker da auf jeden Fall auch Chancen, in die Richtung da auch hineinzugehen und dann
Beim Einstellungsgespräch zum Beispiel, ja. Gibt es einen Unterschied zwischen Physikern und Mathematikern und Informatikern? Voll spannende Frage. Und zum Beispiel, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit einer Mathematikerin geredet, die jetzt zum Beispiel bei... Es ist ein ganz anderer Bezug, was dann halt eben Informatiker bei uns machen und was Mathematiker machen. Zum Beispiel, Mathematiker entwickeln unsere Algorithmen halt eben weiter, machen wir auch Förderungen mit Universitätenkooperationen, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, wo wir einfach versuchen, unseren Algorithmus zu verbessern, der einfach jedem Schüler die persönlichen Beispiele halt eben auch vorschlägt. Und ein Informatiker, der jetzt Erfahrung in der Backend-Programmierung mit Java, mit Spring und so weiter halt eben auch hat, der ist dann halt wirklich an unserem Kerngeschäft, also der Software einfach auch beschäftigt, die einfach auch besser zu machen, ein neues Feature zu programmieren, ein Feature auszubauen, das zu redesignen im Frontend. Das heißt, es sind einfach ganz andere Punkte, die halt eben von Aufgaben her, die halt eben auch entsprechend erfüllen. Und ja, beim Bewerbungsgespräch ist, also wenn, bei uns ist es eher so, man trifft sich locker in einem Café und dann redet man halt eben über unser Projekt. Und dann ist es normalerweise auch so, wenn die Person dann noch begeistert ist, aber einen Beitrag auch leisten will, dann macht sie das, dann schreibt sie eine Masterarbeit zu Studly. Wir haben viele Professoren auch auf Universitäten, die auch sehr begeistert sind von unserer Idee, die da halt eben auch, auch arbeiten, auch entsprechend betreuen. Genau, also das ist halt komplett unterschiedlich eigentlich. Gibt es da auch Puzzles, wie beim Google, beim Vorstellungsgespräch? Nein, überhaupt nicht. Also letztendlich, bei uns geht es vor allem darum, wenn wir merken, die Person hat die Motivation, da halt eben auch was beizutragen und letztendlich allgemein das Schulsystem und Schülern einfach ein bisschen die Liebe zur Mathematik näher zu bringen, dann ist es für uns schon genug. Ja. Ich glaube, ein Puzzle ist auch nicht. Ich glaube auch nicht, ja, voll, ja, weil das ist halt so eine Momentaufnahme und dann ist man unter Druck, unter irgendeiner Stresssituation und ja, dann wird auf jeden Fall, bekommt man nicht das wieder, was dann die Person auch wirklich kann. Ja. Das ist ein lockeres Gespräch, glaube ich, viel wichtiger. Und jetzt über die Corona-Zeiten. Also hast du immer von zu Hause aus gearbeitet oder was hat sich geändert? Das ist eine richtig spannende Frage und es ist halt also unterschiedlich. Also zum Beispiel, ich treffe immer noch Leute, natürlich im kleineren Rahmen, also solche großen Veranstaltungen, wie es früher war, wo zum Beispiel 200 Lehrer waren und wir dann halt im Studly vorgestellt haben oder vor Schülervertretern von ganz Österreich. Das gibt es halt jetzt nicht mehr, das findet halt jetzt online statt. Auch bei mir auf der Universität finden jetzt fast alle Meetings online statt, auch mit meinem Professor ist auch, mache ich auch fast alles nur noch online. Das ist auch ganz spannend. Es hat sich sicher sehr viel geändert, aber trotzdem ist es was anderes, wenn man sich halt face-to-face gegenüber sitzt, als wenn man halt dann doch nur in einem Zoom-Meeting halt eben ist, weil da doch eine ganz andere Dynamik halt eben auch im Gespräch halt auch entsteht. Das vermisse ich schon ein bisschen auch, aber hoffe mal, dass doch Corona bald wieder vorübergeht, dass das halt dann ja auch wieder ist. Ja. Optimismus ist immer wichtig, aber ja, man wird sehen. Ja. An deinem Geschäft hat sich nicht so viel geändert oder alle arbeiten von zu Hause aus? Also ich meine, auf jeden Fall, also bei uns war es auch schon davor so, dass halt eben jeder Programmierer von zu Hause aus gearbeitet hat, dass es halt diese Flexibilität, die halt eben auch entsprechend wichtig halt eben auch ist. Und natürlich durch Corona-Zeit, Home Learning und so weiter, kam ein enormer Andrang auf uns. Also wir hatten da irrsinnig viele Schulen, die auch Lizenzen haben wollten, die da auch mit ihren Klassen mit Studly lernen wollten. Da mussten wir auch schauen, dass unser Server da auch entsprechend skaliert ist, dass wir diese Nutzermassen auch bewältigen konnten. Das ist jetzt auch schon wieder so, also wir haben jetzt 100 Schulen bei uns in der Warteliste, die jetzt auch Interesse haben, auch mit Studly zu lernen. Uns ist da enorm wichtig, dass wir die Schule auch persönlich betreuen, dass es auch persönlichen Ansprechpartner sie haben. Das heißt, dass wir sie nicht im Stich gelassen werden, wenn es Probleme gibt. Von dem her, ja, aber wir sind jetzt schon sehr gut dran, dass wir allen Schulen, die mit Studly arbeiten möchten, auch wirklich Studly zur Verfügung stellen. Haben wir auch einen Preis gewonnen, also diesen Corona-Sonderpreis vom Comenius Award, der war uns auch ganz cool, wo wir auch ausgezeichnet wurden, dass wir auch als Startup halt auch einen entsprechenden Beitrag zur Bewältigung von der Corona-Krise halt geleistet haben. Genau. Also vor ein paar Monaten habe ich gelesen, dass 250 Schulen schon die ein Gesetz haben. Genau, also das war auch durch Corona-Zeiten, also es ist ein Wahnsinn, welches so Anteil war. Vielleicht, ja? Auf jeden Fall, ja. Also. Die Schulen in Wien oder in Österreich? Es ist unterschiedlich. Zum Beispiel in Wien haben wir 60% der AHSen im letzten Jahr mit Studly gelernt. In anderen Bundesländern sind wir gerade dabei, das auch entsprechend zu erweitern. Also zum Beispiel in Tirol sind wir jetzt mit den entsprechenden Verbänden sehr gut, dass wir da auch Studly vorstellen können. Und da sind wir auch sehr kooperieren mit den pädagogischen Hochschulen von den entsprechenden Bundesländern.
Einfach, dass wir halt eben den Schulen sehr gut und über unterschiedliche Wege auch Studien zur Verfügung stellen können. Also sei es über Fortbildungen, sei es dann über Medienartikel, sei es über Videos, sei es über Fernsehauftritte. Da wollen wir einfach, dass da halt eben die Lehrer von Studly erfahren und dann letztendlich halt eben auch so unterstützt werden von uns, dass sie auch Studly perfekt für ihren eigenen Unterricht verwenden können. Und deshalb wollen wir halt eben jetzt nicht so schnell expandieren, sondern wenn wir expandieren, jetzt einfach wirklich durchdacht machen, dass einfach die Schulen einfach eine durchdachte Digitalisierungsstrategie eben auch haben. Das ist uns da ganz wichtig. Lass mich eine ziemlich provokative Frage stellen. Also, warum braucht man so eine App? Warum können einfach Lehrerinnen oder Lehrkräfte Schülerinnen auf Matura nicht so gut vorbereiten? Ich glaube eben, dass Lehrer auch, wie sie vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, haben sie genauso auch unterrichtet und so ist es auch. Und was wir einfach denken, was wir tun wollen, ist jetzt nicht den Unterricht von einer Lehrperson irgendwie abzuändern, sondern uns geht sehr stark einfach darum, einfach die Lehrerin zu unterstützen in dem, wie sie einfach unterrichtet. Und so bauen wir auch Studly eigentlich auf. Also letztendlich uns ist das ganz Wichtigste, was die Lehrerin in der Klasse macht, wie die Lehrerin halt eben Mathematik vorträgt, weil das Face-to-Face ist was ganz anderes, als wenn jetzt die Schüler halt eben bei uns eine Aufgabe halt eben arbeiten und bearbeiten. Und was wir halt eben tun, ist halt eben die Möglichkeiten der Digitalisierung, was sie halt aufgetan hat in den letzten 10, 15 Jahren, einfach zu nutzen, in diesen Bereich zu bringen, wo halt eben jetzt nicht die Millionen halt eben zu holen sind, aber trotzdem halt mit den kompletten neuesten Technologien halt eben versuchen, allgemein Bildung zu digitalisieren. Und da geht es uns sehr darum, bei der Plattform auch, wie wir sie aufbauen, dass wir die Features auch hineinbringen, wie Lehrer auch jetzt schon unterrichten und einfach sie mit diesen Features einfach ihren eigenen Unterricht einfach verbessern können. Also dass sie einfach das so nutzen, wie sie es auch nutzen möchten. Das schreiben wir überhaupt keine Lehrerin vor, sondern wir geben ihnen die Plattform und sie können die Plattform so verwenden, wie sie verwenden wollen. Und letztendlich sei es dann mit, dass sie dann darüber ihre schriftlichen Stundenwiederholungen abhalten, sei es dann, dass sie Hausübungen aufgeben oder sei es dann halt, dass sie 5 Hausübungen aufgeben und den Schülern das dann optional lassen, ob sie die Hausübungen machen oder nicht machen. Uns geht es einfach darum, dass sie den Unterricht, den sie jetzt eh schon irrsinnig gut machen, einfach noch ein Stückchen weiter verbessern können mit den ganzen Hilfsmitteln, die wir ihnen einfach zur Verfügung stellen. Jetzt bist du Doktorand an der Uni Wien und vor kurzem warst du Masterstudent. Wie bist du dazu gekommen, Mathematiker zu werden und warum warst du immer interessiert? Also ich habe da meiner Schule halt wahnsinnig viel zu verdanken. Also Frau Sadobelhoff, was sie mich auch in der Schule auch immer gefördert hat, dass ich auch über das Drehte-Modell auch schon immer auch spätere Klassen besuchen konnte, weil ich mich halt immer schon für Mathematik auch fasziniert. Und auch aus diesem Hintergrund, weil ich dann immer in der 8. und danach hat sich halt die Frage aufgetan, was soll ich dann halt auch entsprechend weitermachen. Und da gab es halt dann die Möglichkeit mit Schülern an die Unis, dass ich halt auch schon vorzeitig halt auf der Uni halt auch studieren kann. Und so hat sich dann auch immer weitergegeben. Ich habe meinen Bachelor entsprechend abgeschlossen, habe jetzt meinen Master jetzt im Sommer auch entsprechend fertig gehabt, war ganz spannend auch durch Corona. Und jetzt wurde mein Doktorat auch angeboten von meinem Professor, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe, wo ich halt auch wahnsinnig dankbar bin. Weil in welchem Bereich der Mathematik arbeitest du? Also beim Professor in der Regularisierungstheorie, das heißt zum Beispiel Transformationen, inverse Transformationen. Die Fourier-Transformation? Fourier-Transformation zum Beispiel. Da hat mein Professor auch eine Vorlesung dazu gehalten, zu Inverse Problems. Und was zum Beispiel mein konkretes Thema meiner Masterarbeit war zum Beispiel, dass ich halt eben von einem ursprünglichen Bild davon nur die Radon-Transformierte halt eben gekannt habe und ich dann eben versucht habe, von der Radon-Transformierten wieder auf das ursprüngliche Bild eben zurückzukommen, aber halt eben jetzt nicht über NLP-Verfahren oder über Machine Learning-Verfahren, sondern einfach über eine Orthonormalisierung und das ist halt über Frames und so weiter und da haben wir halt unterschiedlichste Methoden ausprobiert und da geht zum Beispiel in die Richtung auch mein erstes Paper, auch eine Erweiterung ein bisschen von meiner Masterarbeit. In einfachen Worten, gibt es Anwendungen, die... Im Tomografiebereich zum Beispiel, also Tomografie zum CT-Gerät, zum Beispiel, dass sich daraus halt eben, das, wie das Bild halt eben da auch entsteht und dass das auch entsprechend rekonstruiert werden kann. Das ist zum Beispiel im medizinischen Bereich gibt es sehr viele Anwendungen. Also alles, was wir in Experimenten beobachten, ist ein Ergebnis von einem Prozess und um diesen Prozess zu verstehen, muss man das inverse Problem lösen. Ja, man muss das rückwärts rekonstruieren. Warum glaubst du, haben so viele Leute die Angst vor Mathematik und auch vor Physik?
Das ist eine richtig spannende Frage und das diskutiere ich auch immer wieder. Zum Beispiel, ich war vor ein paar Tagen bei der Industriellen Vereinigung und da haben wir auch sowas in die Richtung halt eben auch diskutiert. Und letztendlich ist es halt sehr gesellschaftlich auch bedingt. Also letztendlich ist es wieder einem Jungen, der 10 Jahre alt ist, 12 Jahre alt ist, einfach auch irgendwie so kundgetan, ja, Mathematik. Und wenn dann der Schüler in die Pubertät halt eben kommt, tut sich halt auch immer weiter auch irgendwie ausbauen, weil letztendlich die Eltern, die zum Beispiel nicht gerne Mathematik gehabt haben, sagen es einfach den Schülern. Und die Schüler, die eigentlich davor auch voll motiviert waren, mögen es dann irgendwann mal halt eben nicht mehr. Und das ist halt auch ganz schade einfach, weil wenn man an den 10-Jährigen zurückdenkt, der halt da sagt, sein Lieblingsfach ist Mathematik, und dann an 17-, 18-Jähriger eben schaut und wie viele Leute da noch sagen, das Lieblingsfach sei halt eben noch Mathematik, das ist halt schon eine ziemlich starke Divergenz und das ist halt einfach schade. Ja. Und da muss man halt auch sehr konkrete Projekte machen, also zum Beispiel bei uns, wir versuchen den Schüler auch immer zu motivieren, also wir geben ihm dann halt Experience Points, er kann seinen eigenen Avatar bei uns designen und einfach so auf so eine Weise auch immer zu motivieren, dass wenn er eine Hausübung macht, eine Belohnung halt bekommt. Und letztendlich sind auch solche Projekte enorm wichtig, wie MINT-Förderung, auch Mädchen halt eben zu fördern, sich für Mathematik zu interessieren, weil dadurch schafft man es einfach auch Schritt für Schritt halt eben diese Barriere auch zu überwinden. Und ich glaube, dass das irrsinnig wichtig ist, vor allem jetzt das auch zu tun, weil die Gesellschaft braucht mehr Mathematik, braucht mehr Physiker, braucht mehr Informatiker. Und wenn es solche Programme halt einfach nicht gibt, dann kann man diese Stellen nicht mehr besetzen. Und um die ganzen Probleme, die sich jetzt auch in den nächsten Jahren sicher auch ergeben werden, zu lösen, braucht man einfach genau diese Leute. Und deshalb sind solche Förderungen, Mathematikförderungen, vor allem in den jungen Jahren einfach enorm wichtig, dass man einfach junge Leute von Mathematik begeistert und denen einfach die Angst ein bisschen halt eben auch davon wegbringt. Ja. Und zum Glück gibt es da auch in Österreich einige solche Programme und desto mehr es gibt, desto besser ist es auch. Ja. Zum Beispiel auf der TU alleine gibt es zum Beispiel auch so einen Workshop, wo dann auch Schulklassen auf der TU, auf die Technische Universität auch eingeladen werden, zweimal die Woche und dann halt eben denen auch Informatik auch direkt näher gebracht wird und vor allem auf spielerische Art und Weise, dass da halt eben dann doch nicht die Angst entsteht, sondern sie halt auch motiviert werden. Und solche Sachen muss es einfach auch immer mehr und mehr geben. Ja. Und sowas unterstützen wir mit Studly auch komplett. Also zum Beispiel, wir stellen da ziemlich vielen solchen Projekten auf unserer Plattform komplett kostenfrei zur Verfügung, dass sie einfach da solche guten Inhalte einfach auf unsere Plattform bringen können und die Schüler, die dann auch schon Mathematik bei uns lernen, einfach auch direkt Informatik auch lernen können, weil wir halt diesen Hebel auch schon drinnen haben und da wollen wir einfach auch solche Projekte damit auch unterstützen. Ja, hier haben wir solche Programme auch, also Kinder Uni und Talentesommer beim ESTE Austria. Und das ist eine schöne Beobachtung, weil meiner Meinung nach die Angst, also ja, Angst ist irrational, ja, und das ist meiner Meinung nach die größte Hürde ja, zwischen dir und dem Resultat. Aber im Prinzip ist Doktorarbeit ist ein Vollzeitjob, ja. Aber wie kann man das kombinieren oder wie schaffst du das, beides zu machen? Weil ich kann mir vorstellen, dass eine App zu entwickeln ist. Das ist ziemlich kompliziert. Geht schon ganz gut. Ich meine, ich stehe um 8 auf und gehe dann um 2 schlafen. Also so sehen meine Tage im Normalfall aus. Aber ja, ich meine, Doktorat mache ich da mehr als 40 Stunden jede Woche, tue mich da auch voll reinhauen. Ich schreibe gerade auch 2 Papers. Und ja, und beim Studly investiere ich auch mehr als 50 Stunden sicher jede Woche, um da halt eben auch einen größtmöglichen Beitrag halt auch zu leisten. Und ich habe keine Ahnung, wie das auch entsprechend geht. Ich konnte auch in der Schulzeit, ist es auch irgendwie ausgegangen, dass ich halt auch nebenher studieren konnte und dann von dem Bachelor mit meiner Matura irgendwie abschließen konnte. Und ja, so geht es halt jetzt auch. Und bei beiden geht es ganz gut voran. Und ja, solange das sich auch so gut ausgeht, bin ich auch sehr happy damit, dass ich halt eben auch meine beiden Sachen, die mir auch irrsinnig wichtig auch sind, so vorantreiben kann. Und wie machst du das? Wie sieht dein Tag aus? Also du arbeitest an deiner Doktorarbeit, genau. Und dann checkst deine E-Mails auf deinem Handy. Ja, das ist immer ganz spannend. Also manchmal zum Beispiel jetzt auch durch Corona-Zeiten sitze ich zum Beispiel zwischen 8 bis 2, 3 sitze ich an meinen Papers und tue die halt auch entsprechend weiterarbeiten und tue da halt eben auch an meiner Masterarbeit, habe ich zum Beispiel auch an meine Zeit, wo ich es vor allem geschrieben habe, wirklich am Abend halt, weil ich am Vormittag halt auch mich sehr viel mit Leuten auch getroffen habe, mit Schulen, mit Lehrern, um das halt eben auch Studly bekannter zu machen und da auch und an der Programmierung sind auch unsere Meetings immer auch am Tag. Also so war das jetzt und jetzt verschiebt sich, dann switcht sich das auch immer rum. Also es geht ganz gut, sagen wir es mal so.
Und was ist dein Plan? Also, wenn es kein Geheimnis ist, fokussierst du dich auf der App-Entwicklung oder vielleicht machst du einen Postdoc? Mhm. Für mich ist halt irrsinnig wichtig so beides, weil ich glaube, ich könnte halt eben nur mit dem Doktorat ohne halt eben die konkrete Anwendung, was wir halt eben jetzt da tun mit Stardaily für die ganzen Schulen und letztendlich halt nur mit Stardaily ohne halt eben der Forschung, die ich da auch betreibe, würde mir irgendwie immer was fehlen. Und so ist es halt irrsinnig schön, das beides machen zu können und letztendlich wird es sich mit der Zeit halt eben auch zeigen. Jetzt habe ich mal angefangen und in den nächsten Jahren wird es spannend sein, wie sich das alles auch weiterentwickelt. Also, ja. Also wie sieht das gesetzlich aus? Du musst selbst ein Gewerbe anmelden bei der Wirtschaftskammer Österreich. Genau, ja. Also vielleicht was Ähnliches in Deutschland. Ja, du musst natürlich Steuern zahlen und das. Wie viel Arbeit ist das? Allgemeine bürokratische Arbeit? Ja, genau. Ja, schon einiges, weil letztendlich man muss die Rechnungen einreichen von, wenn man halt eben im Café sich trifft mit Leuten, dann muss man Steuerabrechnungen machen, dann ist dahinter noch eine Steuerkanzlei, anwaltliches Zeugs mit Gesellschaftsvertrag, also letztendlich jetzt nimmt es weniger Stunden auf sich, aber wenn man ein Startup gründet, ist es halt eben schon mehr, weil da ist halt all das zu machen, ohne dass man dann auch anfängt, irgendwas tun zu können, weil, ja. Kann man davon schon leben in einem Startup? Letztendlich, wir sind sehr stark in der Initiative, uns geht es immer darum, immer ein besseres Produkt zu machen, das heißt, ich sage mir selber auch derzeit nichts aus, einfach aus dem Hintergrund, weil wir wollen einfach das Ding, was wir erwirtschaften, auch wieder reinvestieren, dass wir einfach unser Produkt immer noch besser machen können und darüber gehen wir jetzt sehr stark über die Schiene. Also wir tun eigentlich alles, was wir von Schulen auch bekommen, wieder in das Produkt hineinstecken, um das Produkt noch besser zu machen und hoffentlich gibt es dann immer einen Hebel, sobald halt das dann nach mir und den ganzen anderen Leuten auch möglich ist, dass wir dann auch entsprechend davon leben können. Ja. Aber momentan noch nicht. Momentan noch nicht, nein. Also. Aber das ist natürlich ganz normal und das, was alle machen. Okay, wie siehst du die Zukunft deiner App? Ich glaube, es ist halt irrsinnig schwierig, auch im jetzigen Zeitpunkt das zu sagen, aber uns geht es einfach darum, wenn die Schüler zu uns herkommen und sagen, sie haben damit wirklich was profitiert und sagen, ja, wir haben ihnen jetzt die Begeisterung zur Mathematik gebracht oder halt eben sie sagen, ja, danke, ich habe jetzt die Matura bestanden und bin so happy. Das ist einfach das größte Lob, was sie kriegen können. Letztendlich, wenn wir diese Rückmeldung von Schülern auch bekommen und wenn das sich so weiter halt eben fortentwickelt, wie sie es jetzt auch tut, was Größeres kann man ja auch nicht bekommen. Ja. Und natürlich, was unser großes Ziel ist, ist auf weitere Fächer auszudehnen, auf weitere Länder und so weiter. Hey, die letzte Frage, was würdest du Schülerinnen oder Studentinnen auch wünschen oder empfehlen für die Zukunft? Ich glaube, halt, wichtig ist halt immer motiviert zu bleiben. Ja. Also letztendlich halt, dass man die eigenen Träume, die man halt eben sich auch von Anfang an hat, auch, dass man sich die einfach nicht zerstören lässt. Egal, sei es durch irgendwen und letztendlich sollte man einfach das tun, wofür man einfach brennt, weil man das einfach am besten machen kann. Ja. Also man soll sich nicht einreden lassen, dass man jetzt das und das halt studieren soll oder diesen Beruf ausüben soll, sondern letztendlich einfach genau das machen, was einfach einen auch entsprechend interessiert. Und ich glaube, dass das einfach das Allerwichtigste ist. Okay. Schönen Dank. Sehr gerne, ja. Hat mich voll gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I feel like I can rule the world. I know I could be what I want to. Above all, be yourself all the time. Let no one tell you what you can't do. It's all about life and progression, motivation and the lessons and the blessings that come with it all.